im Winter die Oberalp-Passstraße gesperrt ist, bietet die FO auch zwischen Andermatt und Sedrun einen Autoverlad an. Während unter der Woche die Autotransportwagen an bestimmte Personenzüge gekuppelt sind, verkehren an Wochenenden und Feiertagen auch reine Autozüge. Wenn die Kreuzung dreier Züge ansteht, kommt Leben in die sonst so einsame Station. Zu diesem Zweck wurden die Stationsgleise entsprechend lang ausgebaut. Wir verlassen nun den Kanton Uri und kommen nach Graubünden. Hier im Gebiet des Vorderrheins, er entspringt hier unweit der Strecke aus dem in einer Senke verborgenen Thomasee, beginnt die rätoromanische Sprachregion der Schweiz. Das Rätoromanische hat seinen Ursprung im Vulgärlatein. Für über 51.000 Schweizer ist dies die Muttersprache. Die drei Bahngesellschaften RHB, BVZ und FO arbeiten nicht nur beim Prestigeobjekt Glacier Express eng zusammen, wie der rege Wagenaustausch untereinander beweist. Bei einem so facettenreichen Bahnbetrieb wie bei der Furka Oberalpbahn bleiben natürlich auch manch nette Begebenheiten am Rande der alltäglichen Routine nicht aus. Ich war ja bei dir auch hier in Oberwald in der Lehre, das ist jetzt auch schon relativ lange her. Am Morgen kam der Zug von Brieg her nach Oberwald und da hat man den Postwagen, also das war ja, die Post ist ja auch mit dem Zug gekommen, den Postwagen abgehängt. Der Zug ist dann weitergefahren, Gletsch, Andermatt. Aber nach dem Postwagen war doch noch ein Personenwagen eingereiht. Und wir haben vorher am Bahnhof einem älteren Herr, das war so ein Dorforiginal, Marti, haben wir dem gesagt, der hat eine Fahrkarte nach Andermatt gelöst. Jetzt ist dieser Mann auch eingestiegen und du hast mir so nach 20 Minuten oder 25 Minuten hast du mir gesagt, geh mal schauen, ob der Gegenzug jetzt von Gletsch her kommt. Dann habe ich das geschaut, kommt der Zug? Kommt noch nicht, schaue ich so wie eigentlich das ist, der prüfende Blick auch nach Westen und die Wagen angeschaut, die wir abgehängt haben. Und da war dieser Mann, hat die Fenster runtergezogen, hat aus dem Zug geschaut und hat gerufen, fährt dann dieser Zug heute noch nicht ab nach Andermatt? Und ich wusste nicht, was machen, weil ich war ja noch ganz jung, ich konnte diesem alten Mann keine Antwort geben, bin schnell ins Büro gerannt und habe dann das dir doch gesagt, das weiß ich. Der Zug befährt inzwischen das prächtige Hochtal Tawetsch. Die 117 Meter lange Bunyai-Steinbogenbrücke bei Sedrun hat mit der ihr gegenüberliegenden neuen filigranen Stahlbrücke ein Pendant bekommen. Diese Brücke ist Teil eines neu errichteten provisorischen Anschlussgleises, auf dem ausschließlich Güter transportiert werden. Wir sind hier im Zug angestanden der Grossbaustelle Alptransit in Sedrun. Und im Zusammenhang mit dieser Grossbaustelle übernimmt die Furka Oberalbahn eine sehr wichtige Rolle. Nämlich es wurde ein neues Anschlussgleise gebaut bis zum Installationsplatz. Über dieses Anschlussgleise müssen sämtliche Schwertransporte erfolgen. Das sind Baumaschinen, dann vor allem aber zwei Komponenten, nämlich Zement und Stahl, und diese zwei Komponenten alleine sind 550.000 Tonnen. Sie können sich vorstellen, würde das Ganze per Lastwagen erfolgen, wir hätten Tag und Nacht, Samstag, Sonntag, über Jahre hinaus immer Lastwagenverkehr. Das wäre sehr belastend für unseren Tourismusort und für die ganze Gemeinde natürlich. Und dadurch konnte man das sehr elegant lösen. Hier über Sedrun findet ein Zwischenangriff statt von dem längsten Eisenbahntunnel der Welt, dem Gotthard-Basistunnel, einfach damit die Bauzeit verkürzt werden kann. Wir haben hier einen 900 Meter langen Zugangstollen, eine riesengroße Kaverne, wo von dort aus der 800 Meter hohe Vertikalschacht abgeteuft wird. 800 Meter tiefer bedingt dann wiederum eine Großkaverne,
von wo aus dann Ende 2001 mit dem Bau Gotthard-Basistunnel gestartet werden. Der Gotthard-Basistunnel wird in zwei Einspurtunnels gebaut, und zwar in einem Abstand von 30 Metern voneinander wird das vorgetrieben. Also zweimal 57 Kilometer, 114 Kilometer Gesamtlänge. Die Schweizer Bundesbahnen haben ein Informationszentrum eingerichtet, haben ja eine gewisse Informationspflicht auch. Und das Informationszentrum hier in Sedrun ist sehr aussagekräftig, sehr schön aufgebaut. Und insgesamt im Verlauf der rund letzten drei Jahre 70.000 Besucher hier in Sedrun gehabt. Die FO ist ein wichtiger Arbeitgeber. Sie gibt rund 320 Personen einen sicheren Arbeitsplatz. Strukturiert ist die Furka Oberalpbahn als Aktiengesellschaft mit überwiegenden Anteilen des Bundes und der drei Kantone Wallis, Uri und Graubünden. Wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir natürlich sagen, wo liegt der Stellenwert der Bahnen? Es ist uns ganz klar und bewusst, dass die Straße als Konkurrenz auch in Zukunft einen hohen Stellenwert hat. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Bahn Möglichkeiten hat, hier dem Gast, speziell aus dem touristischen Sektor, aber auch als Zubringer, auch als Pendel in dem regionalen Verkehr, dass die Bahn dort einen hohen Stellenwert haben wird. Es ist für uns wichtig, dass wir eben zusätzliche Angebote kreieren und dass wir die Stärken unsere Bahn, die ja die verschiedenen Täler und Geländekammer in der schönen Berglandschaft zeigt, dass wir die zusammenbringen mit Tradition, mit Kultur und Landschaft, wo wir eine Harmonie unserem Gast anbieten können. Die Sentis, der Endpunkt unserer Reise, ist erreicht. Wer weiter in Richtung Chur reisen will, muss in einen Anschlusszug der Rätischen Bahn umsteigen. Nur den Fahrgästen des Glacier-Express bleibt dies erspart. Dominiert wird der Ort die Sentis vom prächtigen barocken Benediktinerkloster. Wer Muße hat, sollte unbedingt die herrlich ausgeschmückte Abteikirche besuchen. Freuen Sie sich auf die anderen Kapitel des Filmes und ich freue mich über Ihr Like.